Hallo von Herzen, meine Lieben. Wir schauen wieder in die neue Tagesbotschaft. Ihr bedenkt bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen nicht mit dir in Resonanz gehen. Und bitte bedenke auch, dass Zeit immer fließend ist. Das Video könnte hier wichtige Informationen für dich enthalten, je nachdem, wann du auf diese Legung stößt. Und ich lasse die Karten wie immer springen. Und dann schauen wir doch mal, was sich hier für mein Kollektiv zeigen möchte. So, da haben wir hier schon mal die Welt. Oh, hier haben wir die zwei der Stäbe. Welche Energien werden hier noch wichtig fürs Kollektiv? Das Ass der Stäbe. Der Page der Kelche. Ich lasse mal noch zwei Karten springen. Die sechs der Münzen. Eine Karte bitte noch. Oh, na gut, es müssen ja jetzt auch noch zwei kommen. Die vier der Stäbe und die zehn der Münzen. Und an der Unterseite, den versteckten Hinweis, den finde ich immer ziemlich interessant und wichtig. Da haben wir hier, oh, das Ass der Kelche. Eieiei. Love is in the air. Okay, ihr Lieben, also wir schauen mal. Als die Welt gefallen ist, ne, die Welt steht ja an sich zum einen für einen Abschluss in einer Situation, für eine Energie, die sagt, okay, entweder bin ich an einem Platz angekommen, an dem ich für mich hingehöre, oder man macht sich Gedanken darüber, wo denn eigentlich mein Platz ist, wo ich hingehöre. Weil mit den zwei der Stäben steht das Ganze hier noch so, ich will nicht sagen auf Kipp, aber es ist so eine Energie, wo es um Entscheidungen geht, um das Gefühl, hin und her gerissen zu sein, wo es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und man sieht das hier sehr schön auf dieser Karte. Ne? Dieser Stab hier symbolisiert für mich das Herz, die Leidenschaft, das Blut. Ne? Und dieser rechte Stab ist für mich die Verstandesenergie. Und ich bin ja an sich jemand, der immer sagt, hör auf dein Herz, aber manchmal schießt uns die Herzensentscheidung auch in Richtung, wo wir so manchmal im Nachhinein denken, ach verdammt, hätte ich doch mal meinen Kopf eingeschalten. Und hier ist es wahrscheinlich so eine Energie, die sagt, okay, man ist so hin und her gerissen zwischen Herz und Verstand. Auf der einen Seite habe ich den Eindruck, dass ich heute hier eine wahnsinnige Chance zeigt auf emotionale Erfüllung, auf materielle Erfüllung, auf eine Erfüllung im Wert. Na, ob das jetzt der eigene Selbstwert ist, das eigene Bewusstsein oder auch im Bereich des Emotionalen. Es geht hier heute um etwas oder um eine Chance, die sagt, du wächst. Du kannst etwas abschließen oder du kommst da an, wo du hingehörst. Das hat hier ganz viele, wir haben hier einmal das Ass der Stäbe und hier das Ass der Kelche. Emotionale Erfüllung und dann haben wir aber auch diese Impulsivität, diese Leidenschaft, dieses Feuer, was hier wieder ins Leben kommt. Entweder entfachst du beides in dir selbst, dein eigenes Feuer wieder und deine eigenen Gefühle, deine Emotionen, und fängst hier einfach neu an. Und zwar in einer Energie, wo du für dich auch ankommen möchtest, wo du dich willkommen fühlst. In dir selbst oder halt auch in Verbindung mit anderen. Es kann ja auch für Treffen, für Verabredungen stehen. Ne? Auf jeden Fall mit Mond in Stier geht es darum, dass du emotional erfüllt bist und dich wertvoll fühlst. Wie du das erreichst, ob du das jetzt von dir aus selber erreichst, in diesen eigenen Wert kommst oder ob du das von außen bekommst, das ist ja alles offen. Auf jeden Fall ist das hier heute eine Tagesenergie, wo sich wahnsinnige Chancen und Möglichkeiten zeigen, wo es um eine heilende Kommunikation geht. Im Bereich übrigens auch der Finanzen zeigt sich ja auch eine Wertsteigerung. Hier zeigen sich Chancen und Möglichkeiten auf. Hier kann es sich aber auch um das Ausland handeln. Die Welt ist für mich auch die Karte des Auslands. Vielleicht
kommen mir irgendwie Nachrichten oder irgendwelche Informationen aus dem Ausland auf dich zu, die dich in deinem Wert steigern, oder es geht ja auch um finanzielle Angelegenheiten also aus dem Ausland, oder du hast mit dem Ausland zu tun. Auf jeden Fall haben wir heute ja eine Energie, die von absoluter Wertsteigerung spricht, im emotionalen, im Selbstwert und im finanziellen Bereich. Hier kommen Entschuldigungen, Versöhnung auf dich zu, Zusammenkunft, Hochzeit, Treffen, Chancen, Möglichkeiten, heilende Kommunikation, hatte ich glaube ich schon gesagt, eine ausgleichende Energie. Vielleicht wartest du auch auf Geld, was sich jetzt hier auf den Weg macht, auch passend zur rückläufigen Venus. Da können auch finanzielle Dinge abgeschlossen werden, auf die man vielleicht länger gewartet hat. Also auf jeden Fall zeigen sich hier wahnsinnige Chancen und Möglichkeiten heute. Auch in der Liebe, ja, mit dem Ast der Kelche, das ist natürlich auch die Chance auf die große Liebe. Vielleicht ist es wirklich so, dass man sagt, okay, hier kommt wieder jemand auf dich zu. Es geht um die heilende Kommunikation, es geht um eine Zusammenkunft. Ja, und einfach Dinge nochmal zu klären, ne? Sich zu versöhnen, sich wieder zu verbinden. Also hier spricht wirklich alles davon, dass man eine Situation, die nicht ausgewogen war, in einen Abschluss bringen kann. Ich lasse jetzt mal noch ein, zwei Lenormand-Karten springen für den heutigen Tag. Na gut, die nehmen wir jetzt alle, sind zwar mehr, aber ist egal. Wir haben, ach guck mal, das ist ja auch mega interessant, gerade noch von der rückläufigen Venus, alte Dinge, die nochmal auf den Tisch kommen. Hier haben wir den Bären, den Reiter, den Ring und das Klee. Also auch Dinge, die sich wiederholen oder Dinge auch aus der Vergangenheit. Der Bär ist für mich auch die Karte der Vergangenheit. Und an der Unterseite, guckt mal, haben wir hier die Heilungsenergie, den Baum. Wachstum, Heilung, neue Energie, Beständigkeit, Stabilität, Ruhe. Man erdet sich selbst, ne? Also Wahnsinn. Und es kann auch sein, dass es hier auch in Dingen, die sich ständig wiederholt haben, immer wiederholende Kreisläufe, gerade so die letzten 7 Jahre, ist für mich immer so der Ring, die 7 Jahre, hier kommen Bewegungen rein, hier kommen Informationen auf dich zu. Das muss nicht unbedingt Partnerschaften betreffen. Es kann auch tatsächlich sein, dass es hier darum geht, ja, dass sich Dinge immer wiederholt haben und du nicht für dich weitergekommen bist. Das wäre hier tatsächlich eine Möglichkeit. Ein Zyklus mit der Welt wird hier abgeschlossen. Ein Zyklus wird geheilt, wird in den absoluten Wert gebracht, weil die 10 ist für mich auch immer eine Abschlusskarte. Etwas wird abgeschlossen, ne? Und die Welt ist ja auch die letzte Karte der großen Arkana. Es geht um einen Abschluss, um Heilung, um Stabilität, um Neubeginn, um Wert, um Liebe, um ja, einfach Wertschätzung auch, ne? Auch hier wieder. Der Bär steht ja auch für ein Wachstum, für Kraft, Stärke, für etwas Altes. Und hier ist wirklich das Glück und die Heilung an sich immer wiederholenden Prozessen, ne? Auch auf der gesundheitlichen Ebene. Wenn ihr jetzt hier mit chronischen Angelegenheiten zu tun hattet, ne? Dann könnte auch hier diese Konstellation, auch mit diesen anderen Karten, dafür stehen Heilung, ja, die 10 der Münzen, Merkur und Jungfrau Energie ist für mich auch eine Heilungskarte. Hier kommt Heilung rein in sich immer wiederholende Prozesse. Ach, ich wiederhole mich schon wieder, ihr Lieben. Ich hoffe, das war nicht zu chaotisch heute. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Bleibt mir alle schön gesund, und alle diejenigen, die wirklich Heilung brauchen, den wünsche ich ja, ja, ganz viel Heilungsenergie. Ihr Lieben, bis bald, eure Helene.